So Leute, willkommen zurück. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, ich weiß, wo die restlichen vier Noten sind. Und zwar im Herbst, ich dachte mir doch, es sei im Herbst, bin ich, glaube ich, gar nicht in Mumbus Hütte gegangen. Aber da hat es eben Noten im Herbst. Ich glaube, da war ich nicht. Und genau rein da. So, und rein. Mal gücken. Oh, und die Maus ist im Weg. Sorry. Oh, hier jetzt auch noch ein Wurm. Ja, und da sind sie. Und Leute, die letzte Note von Banjo-Kazooie. Yeah! Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus, aber die Tür finden wir nicht. Wo ist die Tür? Ah, da. Okay. Haben wir alles? Boah, eine Stunde. Eineinviertel Stunden haben wir gebraucht. Rusty Buckeye brauchte einfach eine halbe Stunde weniger. Naja. Dann können wir uns jetzt so halbwegs verpissen. Wir müssen uns aber in eine Biene verwandeln. Das ist komplett falsch, wie ich laufe. Das heißt, wir müssen nochmal in den Frühling. Damit Mumbo uns in eine Biene verwandelt. So. Und hier ist ein scheiß Stier. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, er wirft uns gleich mal wieder runter. Dann schwimme ich eben. So Leute, leider und auch irgendwie doch mit Freude schließen wir die letzte Welt von Banjo-Kazooie ab. Da kommt nur noch... Ach ne, wir müssen uns dann noch die Cheats holen, die hier mehr Upgrades sind als was anderes. Die sind nicht irgendwie so, man ist unverwundbar oder was. Die müssen wir uns noch holen. Oder wollen wir uns noch holen. Und dann können wir zum Boss gehen. Dann haben wir das Spiel schon vorbei. Hier. So Leute, schaffe ich es diesmal? Ich denke es nicht unbedingt, dass es besser läuft, aber... Yeah. Komm schon, Mann. So. Oh. Oh, das war knapp. Ah, die bleiben tot. Gönn. Oh, verdammt. Und das letzte Mal, wo Mumbo uns hilft. Das letzte Mal, als wir diesen coolen Spruch hatten. Tja. Raus hier. Ah, falsch. Ist ja auf der Seite. Da hinten ist es das letzte Puzzle.
Und wir sacken es ein. Hä? 9? Moment. Aha. Wir haben ein Puzzle gar nicht eingesammelt. Verdammt, welches war denn das? Wenn das Spielchen ist, dann ausreiße ich dem Vogel die Federn heraus. Oh ey. Die Hexe ist aber wirklich brutal. Aber Moment, was fehlt mir? Welches habe ich da nicht eingesagt? Na egal. Wir kommen schon noch darauf. Bombo Magie gleich aus. Moment mal, wir können uns hier porten. Das mit den Puzzleteilen, das finde ich jetzt doch ein bisschen komisch. Also, welche könnten wir nicht eingesammelt haben? Haben wir das von der Mad Monster Menschen? Da kann ich mich jetzt nicht daran richtig erinnern. Keine Ahnung. Schaue ich auch noch nach. Aber in dem Part... Das war falsch. In dem Part holen wir uns mal den ersten Cheat, den ich gleich weiß, wo er ist. Einen haben wir uns ja schon geholt, nach der Mad Monster Mansion da mit dem Kürbis. Jetzt holen wir uns den zweiten. Und der dritte war... Wo war der dritte? Der war, glaube ich, in der Schneewelt. Kann das sein? So, und zwar hat's... Und wir dürfen alles wieder zurück. Das war gar nicht hier, stimmt ja. Das ist gleich vorne da in so einer Röhre. Wir brauchen nämlich die Gummistiefel. Okay, und zwar jetzt hier so ein Eisblock, den wir zerstören können, aber da nicht rein. Und da kommt mein Freund. Also mein Kollege. Nicht, dass ihr jetzt was anderes denkt, man weiß ja nie bei euch. Ne, also, ich muss kurz unterbrechen. Bis später. So Leute, sorry für den Schnitt und wir machen direkt weiter. Und, ich habe übrigens auch gleich nachgeschaut, welches Puzzleteil uns fehlen sollte von den Hexenschaltern. Voll vergessen. Und zwar müsste das das von Rusty Bucket Bay sein, aus dem Grund, dass ich irgendwie einmal vergessen habe zu saven oder so. Weil wir haben auch etwas doppelt gemacht, nämlich das Puzzleteil von... also das Bild von Click-Clack-Wood haben wir quasi doppelt zusammengesetzt. Zweimal und die Maus ist im Bild. Und zwar aus dem Grund, dass ich eben irgendwie nicht gesaved habe. Und dann musste ich das halt nochmal machen. Also diejenigen, denen es aufgefallen ist, wundert euch nicht. Das war mein Fehler, weil ich irgendwie nicht gespeichert habe und dann halt das nicht gecheckt habe. Ja, für die anderen ist sowieso egal. Ja. In dem Fall machen wir jetzt aber trotzdem zuerst mal die Cheats. Wieso gehe ich eigentlich raus? Ich muss ja in die Welt.
Oh, den Vogel habe ich gedisst, weil kräht er wieder auf dem Mist. Oh! Die bekommt schon noch ihr Kackwurst ins Gesicht. So. Einfach schnell zum Mumbo. Oh. Ups. Was ist da? Nee. Nee. Ah. Ja, ja, schon eine Weile her, als wir hier waren. Der wievielte Paar war das hier? 10? 12? Sowas. Jetzt sind wir, glaube ich, schon bei 28 oder so irgendwie. Und übrigens, ich weiß ja nicht, ob euch das interessiert, aber wenn ihr mal einen wirklichen Profi, sage ich jetzt mal, spielen sehen wollt, geht mal auf den Channel von Looks Like Link. Ist jetzt zwar ein bisschen Werbung, aber egal. Der hat das Spiel in, glaube ich, 35 Parts durchgehabt, aber mit dem Unterschied, dass da ein Part nur 10 Minuten lang ging und bei mir gehen sie ja 15 Minuten lang. Das heißt, er war im Grunde einiges schneller als ich. Und er hat es auch super geil kommentiert, also schaut doch mal vorbei da. Und wir werden doch nochmal verwandelt. So, das war das letzte Mal, dass uns Membo verwandelt hat. Okay. Ach ja, übrigens, ich hatte eine Idee, und zwar, also nach Banjo kommt ein Blind Let's Play, werdet ihr da noch sehen. Ich weiß nicht, wie lang das ist, ich stelle mir das jetzt nicht so extrem lang vor. Also ja, vielleicht schon so um die 20 Parts oder was, aber ich denke nicht, dass das so ein Spiel ist, wie jetzt... Wir sehen zum Beispiel Banjo oder keine Ahnung was für ein Spiel. Und da hatte ich die Idee, wenn ich das dann fertig habe, das Let's Play. Und Donkey Kong 64 wird sowieso extrem lange dauern, das lasse ich einfach laufen nebenbei. Dass ich dann irgendwann mal Banjo 2 noch Let's Playen würde. Weil... Es gab da doch einige, die die Banjo-Parts ganz cool fanden. Zum Beispiel der liebe Dr. House, ne? Und das wäre eine Idee von mir, falls euch das interessieren würde. Aber Banjo-Tooie kann ich bei weitem nicht so gut wie das hier. Ich habe das noch nie durchgespielt. Immer nur so einzelne Sachen. Und hier haben wir den lieben Cheeto. Bernd Vogel haben das nächste Buch gefunden, dafür gibt es auch einen weiteren Trick. Schweige Buch und zwar für immer, sonst wird alles noch viel schlimmer. Hässliche Hexe, du sollst schweigen, ihr gebt auf dem Boden der Sandburg den Code Blue X ein. Okay. So, und den letzten Cheat können wir uns gleich mit dem Puzzleteil holen. Wahrscheinlich reicht das in dem Part aber nicht. Aber egal. Das Kroko ist langsam. Übrigens, Banjo-Tooie wird, wenn ich es Let's Player, wird das extrem viele Parts in Anspruch nehmen, wenn es 100% sein sollen. Das muss ich mir aber noch überlegen, weil das ist wirklich extrem viel.
Wenn das ist wirklich etwa viermal so groß wie das hier. Und see ya later, Alligator. Dich brauchen wir in dem Spiel nicht mehr. So, ich port mich kurz, das geht schneller, denk mal. Hier glaube ich. Ja, müsste passen. Yep. Oh. Auf dich. Und Porn. Wisst ihr was, Leute? Das ist eigentlich gleich perfekt, um hier den Part zu beenden. Ich gehe noch schnell in die Nähe von Rusty Bucket Bay. Dann ist der Part vorbei. Und im nächsten holen wir uns dann das letzte Puzzleteil. Wo ich dachte schon, ich kann hier durchrushen. Oh, verdammt. Das letzte Puzzleteil und den letzten Cheat. Dann lösen wir die Cheats ein und dann geht's auf zur Hexe. So Leute, bei diesem Porter hier beende ich den Part. Wir sehen uns dann im nächsten.